Videos eigentlich relativ spontan entstanden, da auf Donald Trump geschossen worden ist. Moin Moin, wir haben heute den 14.07.2024 und heute ist was passiert, was wirklich um die Welt geht, zumindest fotografisch gesehen. Denn ich bin der Meinung, Bilder entscheiden und das führe ich nachher gerne mal aus. Und das ist ganz übertragbar auf Politik, privat und auch beruflich. Also bleibt dran und lasst uns gerne ein bisschen diskutieren. Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Porträtfotograf aus der Nähe von Flensburg. Auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie mit Blitz, aber auch mal um Dauerlichter und auch Reflektoren. Falls noch nicht geschehen, hinterlasse gerne ein Abo. Ich denke mal, viele von euch werden gedacht haben, ja super, Europameisterschaft. Aber ich weiß ehrlicherweise noch gar nicht, wer gewonnen hat. Ich weiß tatsächlich noch nicht mal genau, wer spielt. Weil Fußball, das geht an mir vorbei, mir persönlich. Aber das muss jeder selber wissen. Ich meine, es geht heute um Donald Trump. Denn der amerikanische Präsidentschaftskandidat und Ex-Präsident, auf den ist heute geschossen worden. Und wenn man mal so guckt, wie jetzt die beiden wirken. Joe Biden, Donald Trump. Das Video wird übrigens mal gut altern. Man weiß halt, wer Präsident geworden ist. Aber ich setze jetzt meine steile These in das Video. Ich denke, Donald Trump wird gewinnen. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens die Bilder. Woran denkt ihr jetzt an Joe Biden? Wir wollen hier überhaupt nicht politisch werden, aber rein optisch. Denkt ihr, bisschen alt, bisschen verwirrt, bisschen zerbrechlich, oder? Und woran denkt ihr an Donald Trump? Na klar, auch bisschen alt, bisschen dick vielleicht, so wie ich. Aber aggressiv und irgendwie, ja, stark, Stärke, mutig. Irgendwie sowas, das verbindet man doch mit Donald Trump, oder? Ja, und jetzt gab es ein Attentat. Vollkommen egal, wie es entstanden ist, wer da irgendwie nicht aufgepasst hat und so weiter. Aber die Bilder, die sind, finde ich, tatsächlich entscheidend. Wir haben natürlich jetzt einige Bilder gesehen. Und ich habe welche gesehen, da hat er Blut am Ohr, Blut im Gesicht und guckt so ein bisschen, ja, neutral, verwirrt meinetwegen. Aber, und die finde ich eigentlich viel interessanter, ich habe welche, da ist die Faust nach vorne, er schreit wohl anscheinend Fight und richtig, richtig mutig, aggressiv, wütend, stark. Und das ist halt das komplette Gegenteil, was Joe Biden ausstrahlt, meiner Meinung nach. Und ich denke, dass die Amerikaner deswegen ihn auch wählen werden. Weil die wollen einen starken Präsidenten haben. Und jetzt denken wir mal an uns. Olaf Scholz ist doch auch von der Präsenz nicht wirklich stark, mutig, entschlossen, sowas strahlt er nicht wirklich aus, oder? So, und jetzt ist die Frage, ist das wirklich gut oder ist es schlecht? Und ich würde sagen, eigentlich ist es für uns vollkommen neutral, du solltest es nur wissen. Wenn du also Bilder brauchst, keine Ahnung, privat, Datingseite, wie auch immer, du solltest was haben, wo du cool aussiehst, wo du stark aussiehst, selbstbewusst aussieht und so weiter. Business sollte natürlich auch wichtig sein, dass du vertrauensvoll rüberkommst, dass du seriös wirkst, dass du vielleicht auch Erfolg darstellst und so weiter. Und ja, das Ganze ist der Job von guten Fotografen, die zumindest in den Bereichen arbeiten. Und das ist halt so die Geschichte, solltest du vielleicht auch wissen, vielleicht für dich selber, ganz egal, das ist einfach jetzt ein Schnackthema sozusagen. Wirklich, die entscheidend sind die Bilder, die und die wirken. Und die Wirkung, wenn es einmal drin ist im Netz oder so, das kommt nie wieder raus. Also mach dir vielleicht mal ein paar Gedanken. Und da ich vielleicht nicht unbedingt die ganz ausdrucksstarksten Bilder habe, ich finde es auch sehr, sehr hübsche Bilder, von Modellen überwiegend, kann ich natürlich jetzt nicht mit zeitgenössischen Bildern überwiegend glänzen. Aber ich nehme ein paar Bilder, die durchaus mal vielleicht ein paar Leute zeigen, die vielleicht die eine oder andere Person vielleicht schon mal kennen könnte. Gut, lass uns gerne ein bisschen austauschen, ist mal ein ganz anderes Thema. Ich fand das mal heute besonders wichtig. Und wer Lust an Fußball hat, lasst euch den Spaß nicht verderben. Ist doch cool. Jeder soll sein Hobby haben, seine Leidenschaft.